Falls Sie gerade erst zuschalten, eine kurze Frage an Sie. Was machen Sachen? So, jetzt, meine Damen und Herren, ein junger Mann bei uns zu Gast, der vor einer Weile, wie lange ist denn das her eigentlich? 3, 4 Jahre? 5 Jahre? The next Uri Geller? Kann sich noch einer daran erinnern? Ist Winfried Raven? Nee, Vincent Raven. Vincent Raven finde ich auch gut. Vincent Raven war doch auch dabei, oder war das schon die zweite? Das war die erste. Vincent Raven ist Vincent Raven der nächste Uri Geller geworden damals? Ja, er ist der drittnächste Uri Geller geworden, der dritte in der Sendung. Auf dem dritten Platz ist er gelandet. Und er wurde 2009 in Peking Weltmeister der Magier in der Königsdisziplin Mentalmagie. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Nikolai Friedrich. Ja, meine Art der Zauberkunst unterscheidet sich von den großen Las Vegas-Shows, wie man schon sieht. Der Tiger fehlt. Ja, heute weiß man auch warum. Aber es gibt, abgesehen vom Tiger, auch Unterschiede zu Las Vegas, auf die bin ich persönlich stolz. Und einer dieser Unterschiede ist, ich zaubere nicht mit Kisten und Kästen, sondern viel lieber mit Alltagsgegenständen. Das heißt Gegenstände, wie sie jeder von zu Hause aus kennt. So zum Beispiel dieses Seil. Bevor ich damit irgendetwas mache, gebe ich das mal zum Untersuchen. Man traut den Magiern ja nie. Darf ich das mal zuwerfen hier? Der junge Mann hat eine Brille auf oder irgendjemand da. Schaut euch das Seil mal an. Ruhig alle zusammen. Ein ganz normales Seil, wie es jeder aus seinem Schlafzimmer kennt. Ja, okay, darf ich wieder haben. Dankeschön. Ja, wieder zurück. Alles klar. Ich habe gemerkt, einige da hinten waren etwas irritiert. Ich weiß natürlich, nicht alle haben so ein Seil im Schlafzimmer. Im fortgeschrittenen Alter findet man das auch auf dem Dachboden. Aber nein, wenn man das versuchen würde mit diesem Seil hier, es klappt nicht. Achtung! Denn dieses Seil hier ist nicht so normal, wie das menschliche Gehirn im ersten Augenblick denkt. Ich meine, ihr habt es euch eben angeguckt und ihr habt gedacht, zwei Enden, eine Mitte. Stimmt's? Ja, ihr nickt noch. Ja. Ihr habt völlig normal im ersten Augenblick das dritte Ende übersehen. Dass ihr das vierte Ende nicht finden konntet, wundert mich nicht. Das muss man erst hier losreiben und sieht, das Seil hat 4 Enden, aber nur eine Mitte. Und ich muss euch gestehen, ich mag diese Stelle hier ganz besonders in meinem Programm, denn ich weiß, hier überfordere ich auch die Akademiker. Ja, ein paar lachen, der Rest denkt nach. Ja, ist völlig normal, aber ich helfe euch. Das soll ja leichte Unterhaltung sein und ich bin auch hier, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Deswegen, es gibt, so viel darf ich verraten, zu diesem Gebilde nur 2 logische Schlussfolgerungen. Und die eine besagt, 2 dieser 4 Enden sind falsch und man kann die verschieben, zum Beispiel nach da unten. Die 2. Schlussfolgerung besagt aber genau das Gegenteil, nämlich die Enden sind nicht falsch, sondern echt. Das macht 2 Enden unten, 2 Enden gegenüber, insgesamt 4 Enden, gleichzeitig 2 Mitten, also im Klartext 2 Seile. Aber vielleicht war das alles noch ein bisschen zu schnell. Ich fange nochmal von vorne an. Ja. Ein Seil mit 2 Enden und nur einer Mitte. Und ich kann es ja mal verraten. Also das wirklich Trickreiche bei dem Seil sind die Enden und die können beide gleichzeitig verschwinden. Und ihr dürft euch aussuchen, wie. Schnell und unsichtbar oder lieber langsam und sichtbar. Wie möchtet ihr es sehen? Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Mentalist halt. Langsam und sichtbar verschwinden die Enden. Magie. Okay, überzeugt jetzt noch nicht alle, aber ich bin sicher, ihr wäret alle verblüfft, wenn ihr seht, dass die Enden wirklich weg sind, weil dann sieht man, das ist ein endenloses Seil mit weder Ende vorne noch hinten. Aber damit dieses Kunststück hier wieder ein Ende findet, beziehungsweise das Seil hier 2, keine Angst, man kann die Enden wieder aus der Tasche holen, denn die sind noch da, ja. Und man kann sie wieder um das Seil zurückwickeln. Bitte die junge Dame, die untersucht hast, rufst du laut mal Stopp. Genau hier an der Stelle, wenn wir jetzt langsam dagegen pusten, passiert es, die Enden schmelzen zurück, langsam und sichtbar an der gestoppten Stelle in das Seil. Und ich habe wieder wie zu Beginn 2 Enden. Und nur eine Mitte. Vielen Dank. Hm.
Nikolai Friedrich, hallo. Hallo. Verblüffend. Kann ich das Seil auch noch mal sehen? Natürlich. Oder geht das jetzt Stefan nicht mehr? Rath, natürlich, meine Damen und Herren, der will immer alles ganz genau anschauen. Ich gucke mal gerne nach. Das ist so kenne ich den Mann. Erzählt man sich unter Zauberern gegenseitig seine Kunststücke? Ja, natürlich gibt es einen gewissen Austausch. Das ist klar, es gibt ja Kongresse und Seminare, die man besuchen kann, Bücher, die man lesen kann. Ist also keine Geheimwissenschaft an sich. Also wer sich mit Zauberkunst beschäftigen will, der kann das lernen. Ja. Und Stefan, ich habe auch ein Buch geschrieben, aber da verrate ich keine Zaubertricks drin. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass du das schade findest. Oh. Aber ich verrate da drin, viele fragen mich ja, kann man mit den Dingen, die du kannst, auch im wahren Leben Vorteile haben? Und ich verrate sozusagen, die Sachen, die ich kann, die man auch im wahren Leben zu seinem Vorteil einsetzen kann. Das heißt, wie kann man zum Beispiel, was in dir steckt, ja, heißt das Buch. Ja. Wer ist denn die Zielgruppe für dieses Buch? Wer ist denn derjenige, der das Buch gut gebrauchen kann? Jeder, der, sag ich mal, dankbar ist für Tipps und Tricks fürs wahre Leben. Also man ist ja manchmal, okay, einen Trick in der Hand zu haben, ist ja manchmal ganz gut. Also wenn man sozusagen zum Kontakte knüpfen ist immer gut. Zum Beispiel, Zaubertrick denk, und ja, so. Ja. Hier, komm mal. Also zum Beispiel steht ein Trick drin, wenn du Kontakte knüpfen, wie du es schaffst, beim ersten Date attraktiver zu wirken auf dein Gegenüber. Ach, da gibt es einen Trick, nämlich wie du den Ort, den du wählst. Okay. Der normale Mensch würde sagen, wenn wir an einem Jahrmarkt sind, dann fahren wir in einem romantischen Riesenrad oder wenn wir ins Kino gehen, gucken wir uns die romantische Komödie an. Mhm. Das ist falsch. Richtig wäre, du fährst Achterbahn, gehst in die Geisterbahn oder guckst dir den Horror-Thriller an. Aus folgendem Grund. Diese Art der Bespaßung bewirkt, dass beim Gegenüber der Puls hochgeht. Das heißt, der ist angespannt durch die Action, die da passiert, und das schreibt das Unterbewusstsein aber auch der Person zu, mit der er da ist. Das heißt, du wirkst sozusagen gleichzeitig attraktiver. Das Unterbewusstsein stellt diese Verknüpfung sozusagen auch mit dir her. Und, ja, brauchst du mir nicht zu erzählen, was meinst du, warum ich die Wort-WM mache am Samstag? Verstehe. Also das ist so ein kleiner Trick sozusagen fürs wahre Leben. Und ja, da gibt es ganz viele. Es gibt Tricks, wie man sich selber motivieren kann. Es gibt Tricks, wie man sich selber ganz schnell besser fühlen kann. Ich meine, mal gerade hinsetzen, tief ein- und ausatmen dreimal und lachen, breites Grinsen machen. Dann und versuch dich dann mal schlecht zu fühlen. Das ist wirklich schwierig. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also alle diese Tipps finden sich hier in diesem Buch wieder. Ja. Von Nikolai Friedrich, ich weiß, was in dir steckt. Das nächste Mal bringst du mir wieder einen Zaubertrick mit, den ich dann aber mal erraten kann. Ja? Willst du noch einen sehen? Geht's schnell? Wir ja, haben klar, nicht viel Zeit. Selbstverständlich. Okay. Ja. Versuchen wir. Ich habe einen Würfel mitgebracht, wie man es aus dem Casino kennt. Würfel mal mit dem, ja, guck ihn dir an. Ja. Zeigt nicht immer die gleiche Zahl. Ja. Gibt ist, das ist wirklich ein ganz normaler Würfel, das kann ich bestätigen. Wirklich, da ist auch kein Würfel dabei. Würfel ihn in deinen Händen. Ja, okay, alles klar. Herr Raab, wenn du fertig bist, ja. Also ein ganz normaler Würfel. Ist normal. Okay, was mache ich jetzt? Hätte ich mich getraut, was anderes zu dir mitzubringen. Würfel ihn in deinen Händen, bis er eine Zahl zeigt und guck dir die an und merk dir die. Aber guck jetzt nur du rein. Also jetzt ist ja schon mal so, da ist ein Würfel, der ist ein ganz normaler Würfel. Guck dir die Zahl an, die oben liegt. Was heißt oben? Die sind so alle durcheinander. Leg ihn flach auf der Hand, dass wir das nachher kontrollieren können. Leg ihn so hin. Ach so, nachher kontrollieren. Naja, natürlich will ich kontrollieren bei dir. Ja, natürlich. Also, die Zahl angucken, die oben liegt. So, ich versuche jetzt mal zu analysieren, was bisher passiert. Du hast mir einen Würfel gegeben, da sind ganz normal 6 Zahlen drauf. Gut. Ne? Von 1 bis 6. Ich habe die jetzt gewürfelt in meiner Hand. Du kannst den nicht sehen. Der Würfel ist hundertprozentig ein ganz normaler Würfel. So, ich habe die Zahl, jetzt habe ich jetzt. Achso, hier kann ich nicht zeigen. Nee, noch nicht zeigen. Okay, das wäre für mich einfach, dann müsste ich nur ein Bild holen. Du hast die Zahl? Ja, ich habe die Zahl, genau. Guck mich mal an. Du kannst sie jetzt nicht gesehen haben. Guck mich mal an. Du siehst sie jetzt in meinen Augen, habe ich irgendwas gespiegelt? Nein. Zähl jetzt mal laut für mich bis 6. Wieso das denn? Das möchte ich so gerne hören. Und anhand der Tatsache, wie ich zähle, willst du mir jetzt sagen, welche Zahl, wenn ich es wirklich, wenn ich es jetzt weiß, ne, das ist schon verblüffend. Ja, aber ich will gerne mal deine Reaktion sehen. Ich bin sehr neugierig. Ich lerne, ich muss ich dabei angucken gerne. Oder was? Ja, bitte. Zähl mal einfach bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal? Wie nochmal? Nochmal? Hast du nicht rausgekriegt? Ja, nochmal. Ist Tempo egal? Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 5. Sag mal. Das ist ja geil. Das ist leider geil, ja. 5, ist die 5. Das ist verblüffend, das ist gut, oder? Das kann aber ja nur, dass du kannst es nicht an meinen Augen lesen, das kann dann nur ein Trick sein, oder?
Das kann ja irgendwas. Also ich verrate so viel. Mentale Magie ist eine Mischung aus Psychologie, Suggestion und Trick. Und was von wie viel in welchem Kunststück steckt, die genaue Mischung, die wird natürlich nicht verraten. Ja. Nein, um Gottes Willen. Ja. Nein, ich glaube nicht. Das ist immer so, dass beim zweiten Mal klappt es dann nicht, oder was? Bei dir habe ich Angst. Mach mal. Pass auf, ich mach jetzt mal. Ich mach noch mal. So. Die haben ja auch wegdrehen, ne? Okay. Nochmal? Was denn nochmal? Zählen. Okay. Du guckst mir in die Augen, ja, ne? Oder das ist so ein Würfel, das kann natürlich auch sein. Also das ist so ein Würfel, wenn du auf den drauf guckst, dass sich irgendwie durch irgendwelche Neonstrahlen das in deine Pupillen frisst und du liest das jetzt aus meinen Pupillen. Du kannst es nicht gesehen haben. Kann ich nicht, nein. Nee. Ich bin eins. Auch nicht sicher. Moment. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So, jetzt bin ich mal gespannt. Alle Gesichtsausdrücke gemacht, die man so in kurzer Zeit durchziehen kann. Das, oder liegt's, wahrscheinlich liegt es gar nicht am Gesichtsausdruck, sondern das liegt irgendwann, also an irgendwas anderem. Es ist die... Ach komm, du weißt es schon, es ist aber irgendwie ein anderer Trick, weil es ist die 1 oder die 6. Ich glaube eher, es ist die... Ich habe zuerst gedacht, es wäre die 1, aber dann hat er sich so viel Zeit gelassen, am Ende so lange rumgemacht, es ist dann doch die 6. Zeig mal. Ja! 5 plus 1 gibt 6, das ist okay. Also, 10 oder 12. Der lässt mich nicht mehr nach Hause. Ich glaube es ja? nicht. Ich glaube es nicht richtig. Ich bin noch überlegen, was ist. Du tust so, Seil und Würfel kriegst du alles geschenkt. Tust du, als würdest ja? du das bei mir im Gesicht irgendwo erkennen, aber du erkennst es. Das ist was anderes. Da bin ich sicher. Und ich schwöre dir, ich find's raus. So, ja, vielen Dank. Hier das neue Buch von Nikolai Friedrich. Ich weiß, was in dir steckt. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr interessant. Freut Nikolai mich. Friedrich, meine Damen und Herren. Verblüffen, das muss ich noch rausfinden.